Hey everyone, today I am reporting from my bathroom. Heute spreche ich sozusagen aus meinem Badezimmer. Ich werde euch nämlich was richtig Cooles zeigen. Und zwar, I want to show you that we can use these great picnic powders to actually make some nice colorful hair streaks. Also mit diesem Pigmentpuder kann man nicht nur auf die Augen verteilen, sondern man kann auch die Haare damit ein bisschen färben. You can't see it very well, I just tried it very slightly. And I want to demonstrate it. Also man kann es nur ganz, ganz wenig sehen und ich werde es kurz demonstrieren. Okay, so you need a hairbrush, water and pigment powder. Also ihr braucht eine Bürste, einmal Wasser und einen Pigmentpuder. What I do, I just dunk it in water. Ich dunkle es einfach ins Wasser und vermische das dann mit dem Puder. I just mish it, not mish it, I just mix it with the powder till it's actually on there. So now I have the entire paste on my pencil. That'll be the English word. Now I have the paste on my pencil. Jetzt habe ich das auf dem Pin. So. Machen wir das doch so. Ich trage das jetzt einfach einmal hier auf. Wie man sehen kann, ist es schön grün. So, the last step is just to take this piece and to straighten it. So you straighten it out. Also, einfach nur noch den Teil nehmen, nachdem es ein bisschen trocknen hat. You let it dry a little bit as well. Und dann einfach mit dem Haarkletter drüber gehen. Remember, my hair is pretty dark. Meine Haare sind dunkel. So it's not going to come out as well with the color green. So as it stopped. So this color will come out. It's very shimmery. Es ist sehr schimmernd. And imagine if you have blonde hair, and if you do have darker hair, just maybe get a different color. Also, stellt euch vor, wenn ihr blonde Haare habt, wie schön das ist. Es ist schön schimmernd. Und wenn ihr dunkle Haare habt, sucht euch einfach eine Farbe aus.